Ein Studio mieten und das für nur wenige Euro, das verspricht zumindest das Pirate Studios. Taugt die Akustik da was? Was bekomme ich für mein Geld und für wen ist es geeignet und welche Alternativen gibt es? All diese Fragen klären wir in diesem Video, also bleib unbedingt dran. Doch bevor es losgeht, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Wenn du Musiker bist und gerne erfolgreicher mit deiner Musik wärst, dann abonnier doch unbedingt unseren kostenlosen Newsletter, denn da erhältst du immer viele kostenlose Tipps. Und als kleines Dankeschön, dass du dich anmeldest, auch noch 25 kostenlose Beats zur kommerziellen Verwendung. So kannst du dann Songs damit machen, die du zum Beispiel auf Spotify und Co. veröffentlichen darfst. Doch genug mit Werbung und kommen wir zurück zum Hauptthema des Videos. Ich habe ja auf diesem Kanal hier letztens den guten Emre besucht, Video ploppt jetzt hier oben auf. Der hat sich ein Homestudio auf gerade mal 4 Quadratmeter gebaut. Kostenpunkt waren inklusive Akustik und Computer so roundabout 1500 Euro. Doch was, wenn du jetzt in deiner Einzimmerwohnung im Prenzlauer Berg gar keinen Platz hast und dir dank der teuren Miete auch erst recht keine 1500 Euro leisten kannst, um dir Equipment zu kaufen? Ist dann das Pirate Studios interessant für dich? Nun ja, vielleicht, wenn du zumindest in Berlin oder in Hamburg wohnst, denn woanders gibt es das Pirate Studio gar nicht in Deutschland. Die Idee des Unternehmens ist eigentlich ganz einfach. Sie wollen in teuren Städten wie zum Beispiel Berlin, London oder LA Musikern einen günstigen Raum geben, um sich kreativ zu entfalten. Denn wo Wohnraum schon fast unbezahlbar ist, ist für die meisten ein eigenes Studio wie meins hier in unvorstellbarer Ferne. Doch in den Pirate Studios gibt es nicht nur Studios zum Recorden, sondern auch Studios, um Podcasts aufzunehmen und Proberäume für Bands und DJs. Ich werfe heute allerdings nur einen Blick auf die Recording Studios, besonders auf das in Tempelhof in Berlin, denn da sind nämlich die folgenden Szenen im Mai 2024 entstanden. Wenn du möchtest, dass ich auch nochmal ein anderes Pirate Studio besuche, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Kommen wir als erstes zu den Preisen. Was kostet denn jetzt so ein Studio? Es gibt zwei verschiedene Größen von Recording-Studios. Das kleine Studio ohne Gesangskabine kostet für eine Stunde 10 Euro und für 8 Stunden 44 Euro. Das große mit kleiner Gesangskabine, was ich mir für dieses Video gemietet habe, gibt es schon ab 12 Euro die Stunde und 8 Stunden kosten hier gerade mal 52 Euro. In meinen Augen sind die Preise im Pirate Studios mehr als fair und wenn man mal beachtet, dass man eben nicht nur den Raum bekommt, sondern auch noch ein paar Studiomonitore, 2 Paar Kopfhörer, ein MIDI-Keyboard sowie ein Mikrofon, dann ist das schon sehr, sehr günstig. Doch Preis jetzt hin oder her, taugt denn die Ausstattung was? Wie gut ist denn die Akustik im Pirate Studio Tempelhof in Berlin? Nach knapp einer Stunde Autofahrt bin ich in Tempelhof angekommen und gut hat mir auf jeden Fall als erstes gefallen, dass man hier direkt vor dem Studio parken kann, was übrigens auch in dem Pirate Studio in der Landsberger Allee in Berlin möglich ist. Da kann man hinter dem Gebäude parken. So konnte ich mein Equipment, welches ich für die Aufzeichnung des Podcasts mit Riffboy, Video ploppt jetzt hier oben übrigens auf, mitgenommen habe, bequem reintragen. Zugang zum Pirate Studio erhält man über einen Zahlencode, der einem per Mail nach Reservierung zugesandt wird. Es gibt in dem gesamten Studio keine Mitarbeiter vor Ort. Das heißt, das gesamte Objekt ist videoüberwacht und es ist auch niemand da, der Support leisten kann oder da aufpasst. Der Support erfolgt rein ausschließlich über das Telefon und in englischer Sprache. Wenn man reinkommt im Pirate Studio Tempelhof, sieht man auf jeden Fall, dass die Großstadt hier ordentlich gewütet hat. Die Küche war aufgrund wahrscheinlich des Vandalismus komplett geschlossen und der Zustand der Toiletten war für das kleine Geschäft ausreichend, aber mehr auch nicht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, aus meiner Erfahrung in dem Pirate Studios in der Landsberger Allee, dass da normalerweise eine kleine Küche auch mit einer Mikrowelle gibt, was ganz nett ist, auch mal für so ganze Studiotage. Doch kommen wir nun zu der Ausstattung im Studio. Das Keyboard bei mir im Studio war halt sehr mit Staub übersät und auch der Teppich und die Stühle haben schon bessere Tage gesehen. Alles in allem hatte ich meine letzte Erfahrung in dem Pirate Studio in der Landsberger Allee irgendwie besser im Kopf. Das größere Studio, was zusätzlich noch eine Vocal-Kabine hat, ist nicht akustisch vom Rest abgeriegelt. Das heißt also, ihr habt zwar eine Vocal-Kabine, aber wenn ihr dort mit anderen anwesend seid, dann müssen die während der Aufnahme halt die Schnauze halten. Zudem sind die Studios auch nicht untereinander vom Schall entkoppelt. Wenn also der Bremen Nachbarstudio sich dazu entscheidet, die 8 Zoll Lautsprecher mit 100% Leistung zu fahren, um sich die letzten paar Hörnerven komplett aus der Gehörschnecke zu blasen, dann wirst du das definitiv auf deiner Aufnahme hören.
Dadurch, dass der Ort auch von keinerlei Securities bewacht wird, ist es natürlich auch so, dass diese DJ-Proberäume gerne mal am Wochenende auch für spontane Raves genutzt werden. Das sollte man definitiv wissen, wenn man hier am Wochenende ein Studio mieten möchte. Die Akustik generell ist sehr trocken und um gute Rap- oder Vocalaufnahmen zu machen, definitiv geeignet, aber für so einen professionellen Mix oder so ist das Ganze nichts. Besser als meine 10.000 Euro Akustik hier in meinem Studio? Definitiv nicht. Besser als der Noppenschaumstoff im Keller deiner Eltern? Definitiv ja. Aber kommen wir jetzt mal zum Support und den Problemen, die ich bisher noch so mit meinen Aufenthalten im Pirate Studios hatte. In meinem ersten Studio ging einfach die Klimaanlage nicht, weshalb ich mich an den Support wandte. Dieser, wie gesagt, antwortet nur auf Englisch und dafür aber ziemlich schnell. Also ich hatte kein Problem, meine Buchung wurde direkt verlegt in ein freies Studio. In meinen vergangenen Aufenthalten ist es auch mal vorgekommen, dass irgendwie richtig viel nicht funktioniert hat und dann haben sie gesagt, okay, komm, du kriegst noch mal eine Stunde on top. In meinem neuen Studio hat dann die Klimaanlage funktioniert, aber die schwarzen Flecken haben mir dann doch ein bisschen Sorgen gemacht. Gerade angesichts dessen, dass es keine Fenster gibt und die Klima irgendwie die einzige Möglichkeit ist, ein bisschen Frischluft reinzubekommen. In meinem zweiten Studio war auch leider die Spinne vom Mikrofon sehr, sehr lose, weil die Leute hier mit dem Equipment irgendwie ganz nach dem Motto "Don't be gentle, it's a rental" umgehen. Wenn aber was kaputt sein sollte, könnt ihr euch jederzeit an den Support wenden, der ist glücklicherweise doch recht gut. Und wenn was kaputt ist, geben die euch einen Türcode zum Ersatzteillager, wo eigentlich alles vorhanden ist, was kaputt sein könnte in so einem Studio. Also, zusammenfassend kann man sagen, Ausstattung ist vom Zustand eher mangelhaft, aber er erfüllt seine Zwecke. Support kriegt von mir auf jeden Fall 4,5 von 5 Sternen. Okay, Pirate Studios sind vielleicht nicht die Premium-Erfahrung, aber das wollen sie auch gar nicht sein. Sie sind das günstige Einsteigerstudio für alle, die sich mal ausprobieren wollen und nicht bereit sind, Hunderte, wenn nicht sogar wie ich, 1000 Euro in Equipment zu stecken. Alle Leute, die vielleicht schon etwas weiter sind und ein eigenes Studio wie dieses hier haben, die sollten lieber genau dort bleiben, es sei denn, sie wollen mit einem Künstler in einer Stadt, also jetzt in Deutschland, Hamburg oder Berlin, kollaborieren, wo es eben so ein Pirate Studio gibt. Also, kommen wir zum letzten Punkt. Welche Alternativen gibt es denn vielleicht? In Berlin gibt es das Snipe Studio, welches mir Riffboy ans Herz gelegt hat. Dies ist ein kostenloses Studio für Nachwuchskünstler. Ja, du hast richtig gehört, es ist komplett kostenlos. Leider daher auch fast immer ausgebucht, aber technisch und akustisch, so was ich gehört habe, soll es um Welten besser sein als das Pirate Studios. Für alle Berliner definitiv mal einen Blick wert. Ansonsten würde ich sagen, nehmt doch einfach selbst ein bisschen Geld in die Hand für Akustik und Equipment und richtet euch zu Hause eine kleine Ecke ein. Das muss nicht unbedingt viel Platz wegnehmen und auch nicht teuer sein, so wie das Emre in seinem Mikro-Budget-Studio gezeigt hat. Video ploppt jetzt nochmal hier oben auf. Ja, das war's dann schon wieder mit diesem Video. Hat mich gefreut, dass ihr bis hierher dran geblieben seid. Und wenn ihr das getan habt und noch keine Abonnenten dieses Kanals seid, dann holt es verdammt nochmal nach. Und wenn ihr diesem Video noch keinen Daumen nach oben gegeben habt, dann macht es. Für alle, die nochmal das Interview mit Riffboy sehen wollen, das ploppt jetzt hier auf. Und für die Leute, die sich für das Mikro-Home-Studio von Emre interessieren, die schauen mal hier vorbei. In der Mitte könnt ihr abonnieren, wie immer. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao!